Die Aufgabe ist es, unsere Zukunft enkelfähig zu gestalten. Und deshalb haben wir seit über 10 Jahren den Award für nachhaltiges Bauen. Es war heute die 10. Preisveranstaltung. Wir wollen den Architekten eine Bühne geben, um hier Vorbildcharakter zu zeigen, für andere diesem guten Beispiel nachzueifern, sodass es uns gelingt, in Zukunft wirklich unseren Planeten enkelfähig zu gestalten, indem wir nachhaltig planen und vor allem bauen. Und es ist toll zu sehen, wie sich über die letzten 10 Jahre die Diskussion, die gesellschaftliche Diskussion, architektonische Fachdiskussion auch in dem Preis widerspiegelt. Vom energieeffizienten Bauen jetzt hin zum Bauen im Bestand, zum CO2-freien, klimagerechten Bauen mit tollen Beispielen, tolle Projekte. Und ich finde es eine tolle Veranstaltung von der DMK-Stiftung von Frau Krieger und Herrn Krieger, die das ins Leben gerufen haben. Ich würde mir für das nachhaltige Bauen wünschen, dass soziale Gesichtspunkte, gesellschaftliche Gesichtspunkte, aber auch konstruktive Gesichtspunkte des Bauens, Integration von technischen Systemen, dass die zukünftig stärker berücksichtigt werden als bisher.